Des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unser Herr Jesus Christus, der gute Hirte, sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Wir dürfen Sie alle ganz herzlich begrüßen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuhörer, liebe Mitchristen, zum Gottesdienst zum vierten Ostersonntag, da aus der Pfarrkirche von Seeben. Der vierte Ostersonntag tut man auch als Gut-Hirt-Sonntag bezeichnen, aufgrund vom Evangelium von heute, das wir hören werden. Ja, wir alle gehören zur Herde vom guten Hirt von Jesus Christus. Wir sind von ihm in seine Nachfolge gerufen. Was wir jetzt auch arbeiten, was wir auch für einen Beruf ausüben, sei es auch in der Familie oder wenn wir schon im Pensionsalter stehen. Im Besonderen gilt der Gut-Hirt-Sonntag auch als Weltgebetstag für alle kirchlichen Berufe. Junge Menschen sollen immer wieder ermutigt werden, selber als Hirten und Hirtinnen in einem kirchlichen Beruf in Dienst von der Kirche, in Dienst von Christus zu treten. Das Bild vom guten Hirten ist übrigens eines der ältesten Christusbilder, die wir kennen. Lang bevor man Jesus als Gekreuzigten dargestellt hat, ist er als guter Hirt in den Katakomben, den ersten Christen, als Trostbild an die Wand gemalt worden. So, wenn auch wir uns heute Jesus neu als den guten Hirt vergegenwärtigen, wir wollen auf seine Stimme hören. Herr Jesus Christus, wir erkennen deine Stimme oft schwerlich im Orchester der vielen Stimmen. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Wir reden selbst zu viel und schweigen zu wenig, um deine Stimme zu hören. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Du bist die Tür zur himmlischen Gemeinschaft mit Gott. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Der Herr nehme von uns, was uns von ihm und untereinander trennt, und führe uns in seinem Namen immer wieder als eine Herde zusammen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zum Gloria singen wir bei der Nummer 73. Gott in der Höhe.
Lasst uns beten. Gott, dein Ruf geht an jede und jeden von uns. Dieser Ruf befreit uns zum Kern unseres Wesens, zur Liebe, zum Dienst an den Menschen. Zeige uns durch die Stimme von Jesus, dem guten Hirten, den Weg, den wir gehen sollen. Sei du mitten unter uns, belebend und befreiend in der Kraft des Heiligen Geistes. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. In der Lesung hören wir, dass die Stimme von Petrus die Menschen angesprochen hat. Die Stimme hat sie getroffen und sie haben drinnen die Stimme vom guten Hirt von Jesus Christus erkannt. Lesung aus der Apostelgeschichte. Am Pfingsttag trat Petrus auf, zusammen mit den 11. Er erhob seine Stimme und begann zu reden. Mit Gewissheit erkenne das ganze Haus Israel. Gott hat ihn zum Herrn und Christus gemacht, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Als sie das hörten, traf es sie mitten ins Herz und sie sagten zu Petrus und den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, Brüder? Petrus antwortete ihnen: Kehrt um, und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch und euren Kindern gilt die Verheißung und all denen in der Ferne, die der Herr, unser Gott, herbeirufen wird. Mit noch vielen anderen Worten beschwor und ermahnte er sie: Lasst euch retten aus diesem verdorbenen Geschlecht. Die nun, die sein Wort annahmen, ließen sich taufen. An diesem Tag wurden ihrer Gemeinschaft etwa 3000 Menschen hinzugefügt. Wort des lebendigen Gottes. Es rang in
bitterbarem Streit das Leben mit der Sterblichkeit. Es lebt der Gestorben ist, der Fürst des Lebens, Jesus Christ. Alle sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus: Amen, Amen, ich sage euch, wer in den Schafstall nicht durch die Tür hineingeht, sondern anderswo einsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirt der Schafe. Ihm öffnet der Türhüter, und die Schafe hören auf seine Stimme. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er alle seine Schafe hinausgetrieben hat, geht er ihnen voraus, und die Schafe folgen ihm, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern sie werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme der Fremden nicht kennen. Dieses Gleichnis erzählte ihnen Jesus, aber sie verstanden nicht den Sinn dessen, was er ihnen gesagt hatte. Weiter sagte Jesus zu ihnen: Amen, Amen, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Gläubige, kürzlich habe ich von Menschen gelesen, die in einer Runde zusammen waren und sie haben über den Glauben diskutiert. Jemand hat die Frage gestellt, ja, was denn Glauben als Tätigkeitswort für die anderen sei. Was bedeutet das für sie? Es sind verschiedene Antworten zusammengekommen. Etwas annehmen, ist gesagt worden. Etwas nicht genau wissen, das müssen wir halt glauben. Oder etwas für wahr annehmen. Oder es ist auch gesagt worden, auf etwas oder auf jemanden Vertrauen schenken, letztlich auch auf Gott vertrauen, das sei Glauben. Ich glaube, wir könnten das alle auch so bestätigen. Manchmal ist es anderes für Wahrhalten von etwas. Manchmal geht es eher in Richtung Vertrauen. Ich halte die oder diese Aussage für wahr, ja, das glaube ich.
Oder auch, eben, ich vertraue dieser Person, die ist für mich überzeugend. Oder ich vertraue auch auf Gott, dass er mich dort begleiten und tragen. Das alles, die verschiedenen Gesichtspunkte, können wir mit Glauben bezeichnen. Jemand hatte die Idee in dieser Runde, ja, man könnte doch einmal schon einen Ort nachschauen, was denn überhaupt Glauben von der Herkunft vom Wort her, etymologisch, wenn man das nennt, bedeutet. Und dort ist etwas Überraschendes vorgekommen zum Wort Glauben. Man hat gefunden, dass es vom Wort her, von seiner Herkunft her, verwandt sei mit dem Wort Laub. Laubbüschel als Futter und Lockmittel für das Vieh bedeutet dann ursprünglich zutraulich, folgsam, handzahm werden. Ich finde das noch eine schöne Erkenntnis, noch ein schönes Bild, eine gebige Bedeutung. Glauben als etwas Verlockendes, Glauben als etwas Nährendes auch, etwas, wo zutraulich macht, wo Vertrauen dort schenken. Für die einen oder anderen tut vielleicht der Vergleich auch den Anschein erwecken. Jemand will da jemand anders verdwitschen, wie mit einem Trick überlisten, dass er da ja schön brav ist und gut dort folgen und alles dort glauben, was man ihm sagt. Nein, denkt, ist es im guten Sinn. Der Glaube soll etwas lockend sein. Er soll uns dann aber auch Nahrung und Orientierung geben. Das heutige Evangelium gemünzt, könnte man sagen, Gott ist in Jesus der gute Hirt. Er lockt uns wie ein Hirt, wie ein Älpler mit seinem bekannten Lockruf. Ihm dürfen wir uns anvertrauen, zu ihm dürfen wir hingehen. Der Hirt oder der Älpler, der Bauer, wiederholt ja, wenn er sein Vieh, seine Tiere dort lockt, immer wieder den gleichen Ruf und sie erkennen ihn an der Stimme. Sie kommen freiwillig nach und nach in Gaden. Im Evangelium hat es mehrmals geheißen, sie erkannten seine Stimme oder die Stimme kennen sie nicht, sie hören auf seine Stimme oder eben nicht. Vielleicht hat der Bauer, der Älpler, auch noch ein bisschen geleckt dabei, quasi anstelle von den Laubbüscheln, die da erwähnt worden sind, und die Schafe oder die Rinder oder die Kühe werden vertraut, sie kommen von alleine, lassen sich Ring führen und berühren. Jesus, der gute Hirt, können wir sagen, tut uns also auch immer wieder auf ähnliche Weise rufen oder versuchen, zu rufen und zu locken. Vielleicht manchmal auch auf eine überraschende Weise mit seinem Lockruf. Ja, was wären denn so quasi die Laubbüschel, um es jetzt in diesem Bild zu sagen, wo Jesus als der gute Hirt für uns dort einsetzen? Meinte, das kann ein vertrautes Wort sein von Jesus selber oder vielleicht auch sonst aus der Bibel, wo uns gerade unmittelbar ansprechen, wo uns das Herz geht. So wie wir es in der Lesung gehört haben, wie die Worte von Petrus und den anderen Aposteln die Leute, die versammelten Leute, gerade unmittelbar angeredet hat. Es kann vielleicht aber auch ein Ereignis sein im Leben für uns, wo uns Jesus, der gute Hirte, mit anreden will. Oder vielleicht tut er uns auch ansprechen, anlocken durch das Wort von einem Menschen oder vom Verhalten von einem Menschen, wo wir dem sagen, ja, so wie der, so wie die, will die eigentlich auch sein. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörerinnen, liebe Gläubige, Glauben also, ein Verlocktsein von Gott her, ein Verlocktwerden von Gott, der uns gut will. Gut will, wie ein Hirt. Wir sollen und dürfen alle Scheuchen ablegen oder auch vielleicht das Wilde suchen, das manchmal heute Menschen umeinander treiben. Wir dürfen auch vielleicht in dieser Corona-Zeit alle Ängste ablegen, die uns da antreten, so oder anders stehen, begleiten oder treffen, dürfen sie auch dem guten Hirt übergeben. Er soll uns leiten und führen, dann
er weiß ja, was gut für uns ist. Ja, wann sind Sie, liebe Gläubige, dem Lockruf von dem guten Hirt das letzte Mal begegnet? Können Sie sich vielleicht an ein bestimmtes Ereignis erinnern? Oder sollten Sie vielleicht wieder einmal bewusst die Öhrchen vom Herz sträussen, um von dem guten Hirt etwas zu hören? Jetzt wollen wir miteinander unseren Glauben erneuern und bekennen im apostolischen Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Guter Hirte, unsere Stimmen vereinen sich. Neben Liedern des Lobes bringen wir auch gemeinsam unsere Bitten und Anliegen vor dich. Hilf allen suchenden Menschen im Vertrauen auf dich, den guten Hirten, Halt und Orientierung zu finden in ihrem Leben. Wir bitten dich, erhöre uns. Lass all jene deine leise Stimme vernehmen, die du in eine besondere Nachfolge in der Kirche rufst. Wir bitten dich, erhöre uns. Lass uns alle in deinem Geist weitersagen, was uns im Glauben stärkt und trägt. Wir bitten dich, erhöre uns. Hilf besonders den leitenden Menschen in der Kirche, die Zeichen der Zeit zu verstehen und richtig zu deuten. Wir bitten dich, erhöre uns. Erhalte in allen Priestern, Pastoralassistentinnen und Katecheten Freude und Elan in ihren Aufgaben. Wir bitten dich, erhöre uns. Erwecke prophetische Menschen, die deine Größe, Liebe und Wahrheit unter uns spürbar werden lassen. Wir bitten dich, erhöre uns. Schenke deinen kraftvollen Tröstergeist allen, die meinen, nichts mehr zum Aufbau deines Reiches beitragen zu können, weil sie alt, gebrechlich oder krank sind. Wir bitten dich, erhöre uns. Guter Gott, du hast uns zu deinem Volk gemacht. Jeder und jede soll sich einsetzen für deine Herde. Du begleitest uns dabei als guter Hirte. Wir danken dir und loben dich jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Thank you.
Herr, unser Gott, gib, dass wir dir allezeit danken durch die Feier dieses Ostergeheimnisses. So führst du dein Werk der Erlösung fort durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, in diesen Tagen freudig zu danken, da Jesus Christus auferstanden ist. Er steht vor dir als unser Anwalt, denn er stirbt nicht wieder, sondern lebt auf ewig, als das Lamm, das geschlachtet ist. Durch ihn preisen wir dich in österlicher Freude und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Durch deinen Sohn Jesus Christus und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das Opfer des Lobes dargebracht werde. Vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott, heilige diese Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot, sagte dir Dank, brach es, gab es den Jüngern und sprach: Nehmt und esst alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Nach dem Mahl nahm er den Kelch, segnete ihn, reichte ihn den Jüngern und sprach: Nehmt und trinkt alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein Leiden und seine Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche. Sie stellt dir das Lamm vor Augen, Christus, der uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns zu einer Gabe, die dir gefällt, und schenke uns das verheißene Erbe mit all deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau Maria, dem heiligen Josef, den Aposteln und Märtyrern, unseren Kirchen und Namenspatronen, und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich um Frieden und Heil für die ganze Welt. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke im Glauben und in der Liebe unseren Papst Franziskus, die Gemeinschaft der Bischöfe und alle Frauen und Männer, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, Vater im Himmel, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Und erbarme dich unserer Verstorbenen, aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Amen. Beten wir gemeinsam weiter mit den Worten, die Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute
und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir gehören zur Herde des guten Hirten. Der Friede Gottes sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Gib uns deinen Frieden. Seht Jesus Christus, der uns seinen Frieden gibt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Der Leib Christi bewahre uns zum ewigen Leben. Amen. Guter Gott, wir danken dir für Jesus Christus. Er ist der gute Hirte, der uns mit seinem Wort und seiner Speise nährt. Er ruft uns beim Namen und weist uns den Weg zu erfülltem Leben. Er bleibe in unserer Mitte und erhalte in uns die Geduld und die Begeisterung der Liebe. Darum bitten wir dich, durch ihn, Jesus Christus, den auferstandenen Herrn. Amen. Wir singen das Sevener Wallfahrtslied. Lächelnd in treuer Hut,
Jetzt wünschen wir Ihnen allen zusammen einen gefreuten, gesegneten Sonntag und eine gute kommende Woche. Bleiben Sie gesund. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Gott, der allmächtige Vater, segne euch und schenke euch gedeihliches Wetter. Erhalte Blitz und Hagel und alles Unheil von euch fern. Amen. Er segne die Felder, die Gärten und den Wald und schenke euch die Früchte der Erde. Amen. Er begleite eure Arbeit, damit ihr in Dankbarkeit und Freude gebraucht, was durch die Kräfte der Natur und die Mühe des Menschen gewachsen ist. Amen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Halleluja, Halleluja. Dank sei Gott dem Herrn. Halleluja, Halleluja.